Petrogave trifft die Vorhand wieder. Ganz wichtig. Also die Rückhand ohne Ende stark bei Petr David in diesem Spiel. Vorhand hat er die ersten drei Sätze kaum was auf den Tisch gebracht. Aber da läuft es jetzt auch deutlich besser und dementsprechend führt er 6:2. Aber hier wird es auch schon wieder sehr eng nach dieser klaren Führung. Keine Auszeit mehr möglich für David. 6:7.
glaube ich, hat er geführt. Und zu 7 verloren. Ein Déjà-vu. Gestern hat er ebenfalls so ein Spiel, das so sicher aussah, noch abgegeben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das auch ein bisschen im Kopf herumging. Dieses unglückliche Match gestern in Passau.